Guten Abend, liebe Zuschauer. Mein heutiges Video lautet "Vor Gott verheiratet oder vor der Welt?". Bevor ich zu diesem Thema komme, noch erstmal wieder ein paar andere Dinge, die auch noch wichtig sind. Also, ich hoffe natürlich, ihr hattet alle bisher eine gute, stressfreie Woche. Ich mache jetzt seit über 4 Jahren YouTube-Videos über Gott, der Bibel, Jesus Christus und dem Verkünden des Evangeliums. Viele Dinge wiederholen sich, andere Dinge bleiben gleich. Aber nach wie vor gibt es Menschen, die nicht in der Lage sind, traurigerweise, die einfachsten Grundlagen der Bibel zu verstehen. Ihnen ist es nicht von Gott gegeben. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Auch dazu werde ich noch ein genaueres Video machen in Zukunft. Also es ist denen nicht von Gott gegeben, diese Dinge zu verstehen. Diese Menschen sind es aber leider, die glauben immer und immer wieder, dazu berufen zu sein, auf meine oder auch auf den Videos anderer echter Christen zu antworten oder ihre Meinung zum Besten zu geben. Im Laufe der Jahre merkt man aber selber, dass solche Leute, beziehungsweise die Geister in ihnen, die Dämonen in ihnen, dass die immer nach demselben Schema arbeiten. Die Dämonen drängen sie dazu, bestimmte Dinge zu sagen. Das sehen wir ganz offen, wenn zum Beispiel immer wieder Leute schreiben, die sich Atheisten nennen. Ein Atheist, der nicht an einen Gott glaubt oder überhaupt nicht an Gott glaubt, warum sollte den das stören, dass ein Christ Videos macht? Es dürfte ihn eigentlich nicht stören, weil er ja nicht an die Existenz des Gottes glaubt. Also sollte es ihn auch nicht jucken, wenn Christen Videos machen. Da aber Atheisten in Wirklichkeit Satanisten mit viel, viel Zucker drauf sind, sind die unreinen Geister in denen natürlich außer sich vor Wut. Deswegen müssen die werden gedrängt dazu, Videos von Christen ins Lächerliche zu ziehen, die zu bombardieren mit unreifen Mails, leider sehr oft. Dabei arbeiten diese unreinen Geister natürlich sehr ausgefuchst. Diese Gruppe von Fred Sonnenschein-Christen, wie ich sie ja gerne nennen, gab es ja eigentlich schon zu Jesus Zeiten. Damals nannte man sie Pharisäer, Schriftgelehrte. Und sie stellten jeden einzelnen Satz von Jesus Christus in Frage. Sie versuchten ihn aufzulauern. Sie versuchten ihn verbal zu überführen, mit der Schrift zu überführen. Sie selbst hatten nach außen hin den Anschein, als wären sie echte Gläubige. In Wirklichkeit wurden ihre Taten und Worte aber nicht vom Heiligen Geist inspiriert, sondern von unreinen Geistern und Dämonen. Deswegen nannte sie Jesus ja auch Schlangenbrut, Otterngezücht und Söhne Satans. Weil Jesus bei jedem Plan Satans immer mindestens 5 Züge voraus war, 5 Züge weiter war als Satan. Rocky, was ist denn? Was Satan natürlich durch seinen Stolz und seine Arroganz nicht merkte. Die Pharisäer selbst merken natürlich nicht, dass sie von Satan benutzt worden sind, dass sie allenfalls Bauern waren in einem Schachspiel. Aber leider ist es genau heute auch noch so. Denn Woche für Woche schreiben mich Männer an, die voll bis zum Stehkragen mit Satan sind. Oder Frauen, in denen der Isabel-Geist geradezu badet. Und es sind oft nicht Atheisten, es sind oft nicht Satanisten, sondern es sind Leute, die sich Christen nennen. Aber weder die eine Gruppe noch die andere sind sich zu 100% bewusst, dass das, was sie schreiben, das, was sie sagen,
nicht von ihnen selbst kommt, sondern von unreinen Geistern und Dämonen inspiriert ist. Sie werden dazu getrieben, dies zu sagen. Also sie schreiben mich an und glauben, sie hörten die Wahrheit und sehen sich in der Autorität, mir zu sagen, dass ich ein Irrlehrer bin, dass ich Lügen predige, dass ich mich für heiliger als heilig halte, dass ich erkennen müsste, dass Jesus Gott sei, dass ich Jesus Jeschua nennen müsse, dass ich niemals wirklich zu Gott finden würde, sofern ich die absolute Wichtigkeit des Sabbats nicht predigen würde, dass ich ein Irrlehrer sei, weil ich nicht die Dreieinigkeit akzeptiere, toleriere, so wie sie die Kirchen predigen, dass ich keine Liebe in mir hätte, dass ich nicht richten darf, dass ich nur Liebe predigen darf, dass ich Toleranz zeigen müsse, dass ich die katholische Kirche und den Papst nicht in Frage stellen dürfe und. Was aber steckt wirklich dahinter? All diese religiösen, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht, mach dies nicht, tu das nicht, das sind natürlich nur Vorwände. In Wirklichkeit geht es darum, dass Satan diese Leute schickt oder beziehungsweise dazu inspiriert, Menschen wie mir einen Maulkorb anzulegen. Unter dem Vorwand, wir wollen dir ja nur helfen und wir werden für dich beten. In Wirklichkeit sagen die unreinen Geister, hör auf, die Wahrheit zu predigen. Hör bloß auf, die Wahrheit zu predigen. Wir wollen nicht, dass du den Leuten die Wahrheit sagst. Natürlich geht es nicht nur mir so, sondern jeden Menschen, der das wirkliche Evangelium predigt. Es ist halt so quasi ein ewiges Kämpfen, hin und her und auch das Argumentieren. Das kostet natürlich auf die Dauer auch Kraft. Und da hilft uns natürlich ebenfalls die Bibel und was uns Jesus sagte. Wichtig ist, die Leute ein bis zweimal zu ermahnen oder zurechtzuweisen, dass sie falsch liegen gegebenenfalls oder dass sie sich nicht am Tisch Gottes befinden, wenn sie solche Aussagen machen, sondern am Tisch Satans. Hören sie dies nicht? Oder wollen dennoch weiter diskutieren oder können es nicht mehr hören. Oder sie wollen abschweifen, nur um weiter Verwirrung und Spaltung zu erzeugen. Dann sollte man sich, wie die Bibel sagt, den Staub von den Füßen klopfen und weitergehen. Im übertragenen Sinne, lasst diese Leute posten, lasst diese Leute reden, ignoriert sie, blockiert sie, denn ihre Irrlehren können wie Unkraut auf die echten Brüder, auf die echten Schwestern übergreifen und diese vergiften, diese verwirren, diese vom schmalen Pfad wegbringen. Auch dieses Blockieren hat nichts damit zu tun, dass ich arrogant oder überheblich bin, sondern weil es einfach nichts mehr bringt. Auch Jesus wanderte weiter und diskutierte nicht Tage und Nächte, weil er genau wusste, was seine Aufgabe war und die war nicht, einen politischen Stammtisch zu führen. Seine Aufgabe war nicht, Tage und Nächte durchzudiskutieren mit Menschen, die zum größten Teil Marionetten Satans waren. Die Aufgabe eines Christen ist es, Zeugnis zu abzugeben, Zeugnis zu sein, Menschen von dem Evangelium zu erzählen. Eine Saat, und sei sie auch noch so klein, auszusehen und darum zu beten, dass Gott diese Saat aufgehen lässt. Dass das, was wir tun, in Gottes Sinne ist und nicht in unserem menschlichen Sinne. Ja, man braucht dafür natürlich Erkenntnis, sonst fällt man selbst, ohne es zu bemerken, in die Falle Satans und verschwendet Energie, Kraft, Zeit und versucht, verbissen Menschen zu retten, die nicht oder zu diesem Zeitpunkt noch nicht von Gott dazu auserkoren sind oder teilweise sogar von Gott schon verworfen oder verwirrt sind. Also halten wir fest, euer Zeugnis zu verkünden, sehr wichtig. Menschen vom kompletten Evangelium zu berichten, sehr wichtig.
auch mal in weltliche Gemeinden zu gehen und dort mit Gottes Wille und Hilfe vielleicht ein paar Menschen aus ihrer Verwirrung und ihrem Tiefschlaf herauszuholen. Ebenfalls sehr, sehr wichtig. Hört aber dabei nicht auf eure eigene Stimme, sondern bringt viel Geduld, Kraft, Erkenntnis und die Unterstützung des Heiligen Geistes mit. Lasst euch immer leiten von Gott selbst, nicht von euren eigenen Ideen. Ich möchte jetzt dies machen, ich möchte das machen. Was ihr macht und was Gottes Pläne sind, ist es nicht immer dasselbe. So, und jetzt zum heutigen Thema, welches ich aufgrund eines Posts aufgreife. Ich habe lange damit gewartet, um ehrlich zu sein, sogar Jahre. Jemand hat mich darum gebeten, ein Video zum Thema Heirat zu machen. Und ich bin mir sicher, dass ich mit Gottes Hilfe und Führung etwas Licht in die Sache bringen kann. Aber einige da draußen werden wieder sehr aufgebracht sein. So viel ist mal sicher. Denn wie immer werde ich die Dinge sagen oder werde ich Dinge sagen, in deren weltliche und vor allem religiöse Denkweise bei vielen Menschen, wo das nicht hineinpassen wird. Wenn wir über die Ehe sprechen, müssen wir natürlich zunächst beachten, was die Bibel uns dazu sagt. So wie ganz offen, aber auch zwischen den Zeilen. Und wie immer auch die Bibel als Gesamtbild sehen. Nicht nur einzelne Stellen herauspicken, obwohl ich das leider heute nur kann. Natürlich kann ich nicht die ganze komplette Bibel als Beispiel hernehmen. Aber ich habe mir ein paar schöne Stellen rausgesucht. Und ich werde mehrere Stellen vorlesen zur Ehe und werde auch gleichzeitig darauf eingehen. Also fangen wir mal an. Es fängt eigentlich direkt schon bei der Schöpfung an. Ich fange mal bei 1. Mose 26 an. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, die unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechende Tiere, die auf Erde kriechen. Warum sagt hier Gott, lass uns? Viele sagen, das ist ein Beweis dafür, für die Trinität. Das ist natürlich kein Beweis für die Trinität. Sondern es ist ein Beweis, dass bei der Schöpfung Gott anwesend war. Jesus dabei anwesend war, der Heilige Geist anwesend war und mit Sicherheit viele, viele Engel und Himmelwesen anwesend waren. Deswegen sagt, lasst uns, Gott, lasst uns. Viele sagen, ja, Gott redet hier in der Mehrzahl, weil er aus drei Leuten besteht. Also die Dreieinigkeit ist hier bewiesen. Das ist gar nichts bewiesen. Aber das ist ein anderes Thema. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie, nicht als Mann und Mann, nicht als Frau und Frau, nicht als zwei Männer und eine Frau, nicht als eine Frau und eine Achterbahn, nicht als eine Frau und eine Geisterbahn, nicht als eine Frau und ein Baum. Ihr werdet sagen, was redet ihr jetzt da? Das ist alles passiert. Das ist alles passiert. Das hört man überall auf der Welt. Das Mann heiraten, okay, ich sei in der heutigen Sodom und Gomorra-Welt keine Ausnahme mehr, aber dass Frauen eine Achterbahn heiraten oder eine Geisterbahn oder einen Baum oder ein Mann zwei andere Männer heiratet, das sollte schon zum Denken anregen. Aber dazu gleich noch später. Also hier steht, Gott schuf Mann und Frau und die sind für die Ehe bestimmt. Von Gott so geplant. Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Das sollten sich auch nochmal die ganzen Veganer da draußen anschauen, die meinen, das Gebot soll es nicht töten, sich auf Tiere bezieht, wo es hier ganz deutlich in der Anfangsgeschichte der Bibel, in der Genesis der Bibel, direkt gesagt wird, dass der Mensch über die Tiere herrscht. Also dass Tiere, auch wenn die Veganer es nicht hören wollen, dass die Tiere dazu bestimmt sind, nicht alle, aber einige, uns als Nahrung zu dienen.
Ich lese weiter. Der Mensch im Garten Eden. An dem Tag, als Gott der Herr Erde und Himmel machte, noch war all das Gestrauch des Feldes nicht auf der Erde und noch war all das Kraut des Feldes nicht gesprost, denn Gott der Herr hat es noch nicht auf die Erde regnen lassen und noch gab es keinen Menschen, den Erdboden zu bebauen. Ein Dunst aber stieg von der Erde auf und bewässerte die Oberfläche des Erdbodens. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase den Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Nicht durch irgendeine Evolution, durch Gott. Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und er brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genauso wie der Mensch sie die lebenden Wesen nennen würde, so sollte ihr Name sein. Der Mensch gab Namen allem Vieh, den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Aber für Adam fand er keine Hilfe ihm entsprechend. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und er brachte sie zum Menschen. Da sagte der Mensch, also Adam, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen. Denn vom Mann ist sie gekommen. Das ist auch mit ein Grund, warum der Mann das Haupt der Familie ist und nicht Gleichberechtigung. Was auch viele Christinnen mit Isabelgeist mir immer wieder nahebringen wollen, beziehungsweise in mich hinein predigen wollen. Mann und Frau sind beide gleich. Nein, es ist nicht so. Erst schuf Gott den Mann und aus dem Mann schuf er die Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebenden. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Das ist jetzt nach dem Sündenfall. Und Gott, der Herr, sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht etwa seine Hand ausstrecke und auch noch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Und der Mensch erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar Kain. Und sie sagte, ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Und sie gebar noch einmal. Da machen wir erstmal Schluss. Also, was können wir hier festhalten zum Thema Adam und Eva und Ehe? Gab es da im Garten Eden einen Pfarrer, der die beiden getauft hat? Nein, die gab es nicht. Denn es gab nur Adam und Eva zuerst. Das heißt, wären sie vor dem heutigen Gesetz verheiratet? Nein. Jetzt frage ich euch, ist eine Frau, die ihre Achterbahn geheiratet hat, sie hat das gesetzlich, sie hat das auf dem Papier. Wer ist vor Gott verheiratet? Ein Mann und eine Frau, die von Gott bestimmt sind, aber nicht vom Gesetz her, oder die Frau, die Achterbahn geheiratet hat? Antwort: Die Frau, die mit dem Mann zusammenlebt, ohne Trauschein, aber sie sind von Gott dazu bestimmt. Bevor ich weitermache, muss ich das vertiefen, was ich damit meine. Wenn ihr die Gelegenheit habt, wenn ihr das Geld habt, wenn ihr die Möglichkeiten habt, zu heiraten, das festzumachen, dann macht das. Aber es ist in der heutigen Zeit kein Muss mehr. Ich spreche von meiner eigenen Situation. Ich bin mit meiner Frau seit 18 Jahren zusammen. Sie war von Anfang an, als ich sie kennengelernt habe, war sie entmündigt, vom Staat entmündigt, hat zwei Betreuer. Und es wurde uns nicht gestattet zu heiraten. Es wurde uns von Anfang an Stein in den Weg gelegt bezüglich allem. Es wurde nicht mal erwünscht, dass ich die Kinder am Anfang sehe, obwohl die Kinder und ich sehr gut zurechtkamen.
Es wurde vom Jugendamt hinter den Kulissen so baldowert. Genauso ist es mit dem Heiraten. Es wurde dann gesagt, ja, wir müssen uns zusammensetzen, wir müssen das ausdiskutieren mit der Betreuerin, mit dem Gesetz, mit dem Gericht. Was ich ablehnte, weil ich ein erwachsener Mensch bin, meine Frau auch. Wenn ich meine Frau heiraten will, dann brauche ich, dann frage ich zwei Leute. Und zwar meinen Vater und beziehungsweise vier Leute. Ich frage um Segen, so wie es früher so war. Ich bitte um den Segen meines Vaters und meiner Mutter. Mein Vater lebt nicht mehr, den Segen meiner Mutter habe ich. Und ich gehe zu der Familie meiner Mutter. Okay, ihr Vater ist geflüchtet, den kennt sie nicht seit ihrer Geburt. Von ihrer Mutter haben wir auch den Segen. Dann bekamen wir die Eheringe meiner Eltern. Mein Vater ist ja tot. Und somit haben wir den Segen. Und den anderen Segen, den habe ich von Gott im Gebet erbeten sozusagen. Ja, die meisten, die mich kennen, die wissen das, dass ich auf dem Papier nicht verheiratet bin. Viele haben mich auch deswegen angegriffen, mich einen Heuchler genannt. Aber das ist nicht so. Man ist nicht verheiratet, weil man einen Trauschein hat. Dann ist man vor der Welt verheiratet. Das bedeutet aber nicht, dass wir vor Gott verheiratet sind. Ich kenne viele Christen, die mich angeschrieben haben, die Single waren. Die sagten, diese Frau da, guck mal, die würde ich gerne haben. Und es waren meistens Frauen, die aussahen wie Models. Und dann sagte ich, ist das eine Christin? Ja, ich weiß nicht. Dann sage ich, ist es Gottes Wille, dass du mit dieser Frau zusammenkommst, oder ist es dein fleischlicher Wille, weil du dich zu der hingezogen fühlst, sexuell? Ja, das ist dann natürlich immer eine andere Frage. Das heißt, wenn wir uns binden, sollten wir durch Erkenntnis herausfinden, ob es unser Wille ist, ob es Gottes Wille ist, ob es quasi im Mein Fall jetzt zum Beispiel ist, dass diese Frau, die meine Rippe ist, die Gott als meine Rippe auserkoren hat, oder ist es meine Entscheidung, meine weltliche Entscheidung, weil ich mich sexuell zu dieser Frau hingezogen fühle, oder was auch heutzutage immer wieder passiert, sie ist im gleichen gesellschaftlichen Stand wie ich. Ich bin ein Arzt, also will ich eine Ärztin heiraten. Ich bin reich, also will ich eine Reiche heiraten. Kein Reicher wird sich eine Obdachlose nehmen und wird sagen, Gott hat die Frau für mich auserkoren. Wird kaum einer tun. Okay, ein echter Christ schon. So viel dazu. Ich werde gleich noch weiter darauf eingehen, bevor die Leute mich hier anfangen zu steinigen. Dann machen wir nämlich hier weiter. Und zwar. Oh, das. Und zwar ist es. Als die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus nach der Ehe fragen. Das ist Matthäus 1, 18. Beziehungsweise, nein, ich vertue mich. Das ist hier, wie Jesus geboren wird. Verzeihung, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Mit der Geburt von Jesus, mit dem Ursprung Jesu Christi, verhielt es sich aber so, als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war. Wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, also ehe sie Sex miteinander hatten, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Dazu muss man sagen, Frauen, die früher ihren Mann betrogen, die wurden gesteinigt im Alten Testament. Das ist ein altes Gesetz. Und dieses Gesetz hat Jesus aufgehoben. Jesus hat Gnade walten lassen, hat eine Frau vor der Steinigung bewahrt und hat zu ihr gesagt, steh auf, geh nach Hause und verhungern sündige nicht mehr. Beim Alten Testament Fremdgehen, dann wurde die Frau gesteinigt und der Mann konnte der Frau einen Scheidebrief hinterlassen. Und dann war er frei, dann war die Ehe beendet. Und er dachte also, sie heimlich zu entlassen. Während er dies aber überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Maria, deine Frau. Also sie waren vor dem Gesetz nicht verheiratet. Hier stand selber, sie waren verlobt. Und der Engel sagte, Maria, deine Frau. Das heißt, sie waren vor Gott bereits verheiratet. Deine Frau zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist, und sie wird einen Sohn gebären. Und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten
von seinen Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt wurde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt ist: Gott mit uns. Josef aber vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich und erkannte sie nicht, bis sie seinen Sohn geboren hatte, und er nannte seinen Namen Jesus. Er kannte sie nicht, also er hat, bis Maria Jesus geboren hatte, hatte er nicht mit Maria geschlafen. Also es ist ganz eindeutig, dass Josef und Maria von Gott dazu auserkoren waren, Mann und Frau zu sein. Es waren Mann und die Rippe des Mannes. Jetzt geht es weiter bei Matthäus, wo ich mich eben vertan hatte. Matthäus 19, 3. Und Pharisäer kamen zu ihm, versuchten ihn und sprachen: Ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen? Er, also Jesus, aber antwortete und sprach: Habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf? Und sprach: Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und es werden die zwei ein Fleisch sein, so dass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Das heißt, ein Mann und eine Frau, wenn ihr euch dazu beschließt, als Mann eine Frau als eure Frau zu nehmen, besiegelt wird das, ein Bund wird das mit dem ersten Sex. Deswegen ist es extrem wichtig für eine Frau, keinen Sex vor der Ehe zu haben. Denn der Mann, mit dem ihr zum allerersten Mal Sex habt, das ist spirituell gesehen euer Mann. Denn ihr habt einen Blutbund, seid ihr mit diesem Mann eingegangen. Ein Bund, jeder Bund wird immer mit Blut geschlossen. Im Alten Testament war es das Blut von geschlachteten Tieren. Die Beschneidung wurde auch mit Blut. Bei der Beschneidung fließt Blut. Jesus, die Vergebung für uns, hat Jesus stellvertretend auf sich genommen. Wie hat er diesen Bund beschlossen? Mit seinem Blut, das er für uns vergossen hat. Genauso ist es bei einer Eheschließung. In der Nacht, wo ihr mit der Frau Sex habt, verliert sie ihre Jungfräulichkeit und sie blutet. Damit wird der Bund der Ehe geschlossen. Das heißt, wenn ihr als Frau, bevor ihr Christen wart, als Teenagerin, die meisten haben ja leider schon heutzutage als Teenager Sex, den Mann, mit der euch die Jungfräulichkeit genommen hat, mit dem seid ihr spirituell eine Ehe eingegangen. Das heißt, den Mann, den ihr später geheiratet habt, das ist offiziell nicht euer Mann, auch wenn ihr vor dem Gesetz oder kirchlich oder was auch immer geheiratet habt. Wenn der Papst selber euch vermählt hat, seid ihr dennoch mit dem vermählt, den ihr Sex hattet. Deswegen klappen so viele Ehen nicht, deswegen geht das schief und es sind Streitigkeiten. Und deswegen reden viele Menschen immer: mein Ex, mein Ex, mein Ex, mein Ex. Das kommt daher, weil die Seelenverbindung noch entsteht, die besteht noch. Diese Seelenverbindung als Frau, ich spreche jetzt zu den Frauen, wenn ihr jetzt zum Beispiel nochmal heiratet und ihr hattet aber einen Mann, mit dem ihr sonst schon Sex hattet oder auch vielleicht sogar Kinder hattet, dann müsst ihr vor Gott Buße tun und um Vergebung bitten und Gott bitten, die Seelenverbindung, die ihr mit dem Mann eingegangen seid, mit dem ihr als allererstes Sex hattet, diese Seelenverbindung zu trennen, diesen Blutbund, den ihr eingegangen seid, zu trennen. Denn ihr seid mit diesem Mann nicht mehr zusammen. Auch noch zu den Frauen ganz wichtig. In der Bibel steht nämlich nirgendwo, dass eine Frau sich von einem Mann scheiden lassen darf, sondern dass der Mann im Fall der Hurerei, das heißt, wenn die Frau fremdgegangen ist, dass der Mann der Frau einen Scheidebrief schreibt und sich dann von ihr trennen kann. Rocky! Eine Frau kann das nicht. Jetzt denken viele Christinnen, haben mich schon angeschrieben, sie werden von ihrem Mann zum Beispiel geprügelt, geschlagen. Muss ich mit dem zusammenbleiben? Nein, das müsst ihr nicht. Denn wenn ein Mann und eine Frau ein Fleisch sind, wie es hier heißt, dann hat der Mann die Frau nicht zu schlagen. Die Frau hat den Mann zu respektieren, sein Familienoberhaupt anzuerkennen,
demütig zu sein, ihm eine Hilfe zu sein, aber der Mann hat nicht das Recht, die Frau zu verprügeln und sie zu schlagen. Das ist ein Grund für eine Frau, sie kann dann die Ehe beenden und vor Gott ebenfalls aber Buße tun, um Verzeihung bitten und sagen, lieber Gott, dieser Mann war nicht der Mann, der für mich auserkoren war von dir, sonst hätte er mich nicht verprügelt, sonst hätte er mich nicht wie Dreck behandelt. Also es ist in dem Fall erlaubt, auch wenn es in der Bibel selber nicht drin steht, aber nicht alles in der Bibel steht drin. Viele sagen immer, zeig mir, wo das in der Bibel steht. Viele Leute, die wirklich verwirrt im Kopf sind, sagen, wo steht es in der Bibel, dass ich nicht kiffen darf? In der Bibel, das muss nicht in der Bibel stehen. Das ist Menschenverstand. Gott hat uns Menschenverstand gegeben. In der Bibel steht auch nicht drin, dass ich einen Hundehaufen essen darf. Das muss aber auch nicht drin stehen. Das sollte man als Mensch mit normal funktionierendem Gehirn, sollte man das wissen, dass man sowas nicht darf. Also es ist also erlaubt, dass wenn eine Frau von ihrem Ehemann verprügelt und wie Dreck behandelt wird, betrogen wird und so weiter und so fort, dann dürft ihr euch trennen. Ihr müsst aber trotzdem vor Gott es vor Gott bringen und ihm erstmal um Erkenntnis bitten, ob es richtig ist, ist das mein Mann. Aber wenn er euch schlägt, ist es mit Sicherheit nicht euer Mann, der von Gott für euch auserkoren war. Jetzt hier weiter. Sie sagen zu ihm, warum hat denn Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und zu entlassen? Er, also Jesus, spricht zu ihnen, Mose hat wegen eurer Herzenshärtigkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Ich sage euch aber, dass wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Hurerei und eine andere heiratet, Ehebruch begeht. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Seine Jünger sagen zu ihm, wenn die Sache des Mannes mit der Frau so steht, so ist es nicht ratsam zu heiraten. Er aber sprach zu ihnen, nicht alle fassen dieses Wort, sondern die, denen es gegeben ist. Denn es gibt Verschnittene, die vom Mutterleib so geboren sind. Und es gibt Verschnittene, die von den Menschen verschnitten worden sind. Und es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben, um des Reiches des Himmels willen. Wer es fassen kann, der fasse es. Das bedeutet, manche Menschen, die sind nicht für eine Ehe gemacht. Ich kenne Männer oder Frauen, die nicht mal mit dem Ehepartner im gleichen Bett schlafen können. Die können auch die körperliche Nähe nicht jeden Tag um sich haben. Das heißt, hier sagt Jesus, die sind verschnitten worden. Oder es gibt Menschen, die überhaupt für eine Beziehung nicht gemacht sind, die Beziehung nicht halten können. Oder gar nicht den Willen haben, auch zu kämpfen. Zum Beispiel kann ich nicht, wenn ich zum Beispiel 10 Jahre verheiratet bin und es sind keine Schmetterlinge mehr da, dann kommen viele mit Ausreden und sagen, ja, wir haben uns getrennt, wir haben uns auseinandergelebt. Das ist nicht erlaubt. Und das ist auch Schwachsinn. Denn es ist logisch, das ist in jeder Ehe so, dass nach 10 Jahren die Schmetterlinge nicht mehr so sind. Das heißt aber nicht, dass die Liebe vorbei ist. Die Liebe verwandelt sich und geht in ein anderes Stadium über. Und das muss nicht negativ sein. Es ist normal, dass man manchmal das Gefühl hat, ach, ich rede aneinander vorbei, man hat sich nichts mehr zu sagen. Das ist aber nicht so. Es sind Phasen, die sind absichtlich von Gott so ins Leben hineingesetzt worden. Die gehen aber auch wieder vorbei. Das sind Phasen, die extra da sind, um zu zeigen, dass wir kämpfen. Die Frau für den Mann, der Mann für die Frau. Man ist ein Fleisch. Man hat alle Probleme und Sorgen zusammen zu überstehen. Und nicht nur, weil die Sonne mal nicht richtig scheint, zu sagen, ja, heute trenne ich mich. Das ist nicht erlaubt. Heutzutage, die Leute trennen sich oder reichen eine Scheidung ein für jeden Mist. Das ist eine Sünde, das ist nicht erlaubt vor Gott. Im Falle einer Hurerei hat Jesus gesagt, ist es so. Vor Moses Zeiten war es nicht mal so. Aber die Pharisäer haben es natürlich gesagt, um Jesus hier in eine Falle zu locken. Sie wollten nicht wirklich den Grund wissen. Sie wollten Jesus einfach in eine Falle locken. Habe ich hier noch etwas Wichtiges? Auch das sehe ich gar nicht. Ich habe das markiert. Nee, das muss ich nicht vorlesen. Läuft eigentlich auf das Gleiche hinaus. Was müssen wir also festhalten? Also eine Ehe vor Gott ist nicht unbedingt eine Ehe, die vor der Kirche geschlossen wurde oder vom Standesamt. Wenn ihr ein Zertifikat in der Hand habt, das bedeutet nicht, dass ihr vor Gott verheiratet seid. Das muss nicht der Partner sein, den Gott für euch auserkoren hat. Und jemand, der ohne Trauschein mit einer Frau zusammen ist,
Das muss nicht Hurerei vor Gott bedeuten. In bestimmten Fällen. Ich sage nicht, dass es immer so ist, aber in bestimmten Fällen. Wenn ihr mit einer Frau oder eine Frau, wenn ihr mit einem Mann zusammenkommt und ihr seid im beidseitigen Einverständnis und sagt, was wir jetzt haben, ist eine Ehe, auch wenn wir noch nicht den Trauschein haben, wir machen es nicht kirchlich, man muss es nicht kirchlich machen, logisch. Aber wenn er sagt, was wir tun, ist eine Ehe vor Gott, lieber Gott, erkennt es als Ehe an, dann habt ihr es auch als Ehe zu führen. Das heißt, die Frau sei Hilfe für den Mann, der Mann kümmere sich um die Familie, unterstützen, kein Fremdgehen, keine anderen Frauen, sich gegenseitig mit Respekt behandeln, zusammenhalten in guten und in schlechten Zeiten und nicht bei jedem kleinen Tête-à-Tête, ja, ich mache jetzt Schluss oder ich suche mir eine andere, wir waren ja nicht verheiratet. Also ich kann es immer nur wieder, ich will mich selber nicht ins rechte Licht rücken oder meine Frau, aber wir sind 18 Jahre zusammen. Warum sage ich immer, es ist eine Ehe? Weil es in ihrem Verständnis und in meinem Verständnis, Verständnis unserer Eltern eine Ehe ist. Wir haben es vor Gott gebracht. Wir haben es mit Ringen beschlossen, besiegelt, vor Gott im Gebet. Und wir haben einen Eid abgelegt vor Gott. Und das ist ursprünglich eine Ehe. Es gab im Alten Testament, zu Adam und Eva gab es kein Standesamt. Da sind die Leute nicht zum Standesamt. Und wenn jetzt Leute da draußen sagen, oh, du bist ja also ein Hurer, du bist ja ein Pharisäer, du bist ein Heuchler, zeigt mir da draußen die Leute, die sagen, ich bin in einer Ehe. Zeigt mir, dass ihr wirklich eine Ehe lebt. Und zeigt mir, dass euer Partner von Gott für euch bestimmt ist. Es ist immer leicht zu sagen, wenn ich mit einem Supermodel zusammen bin, das ist die Frau, die Gott für mich auserkoren hat. Aber was ist, davon kann ich kann jetzt von mir reden, was ist, wenn euer Partner mal krank wird? Vielleicht nur ein Jahr. Was ist, wenn er plötzlich psychisch krank wird? Was ist, wenn ihr monatelang nicht mal ein vernünftiges Wort mit ihm sprechen könnt, mit ihr sprechen könnt, weil sie plötzlich, was weiß ich, psychisch krank wird? Was ist, wenn sie Krebs kriegt? Was ist, wenn er Krebs kriegt? Was ist, wenn sie einen Autounfall hat und im Rollstuhl sitzt? Habt ihr dann das Recht, euch zu trennen? Nein, denn ihr seid vor Gott verheiratet und ihr habt für den Partner zu sorgen. Und dies, für die Leute, ich will das gleich vorwegnehmen, die mich jetzt per Post angreifen und sagen, du Heuchler, du bist doch gar nicht verheiratet. All das habe ich getan. In den 18 Jahren ist meine Frau nie fremdgegangen, in den 18 Jahren bin ich nie fremdgegangen. Wir haben gekämpft, wir sind füreinander eingestanden, in Krankheit und in Gesundheit. Wir haben uns immer nach Gutdünken uns mit Respekt behandelt, wir haben füreinander gesorgt, wir haben zueinander gehalten. Und wenn, jetzt in meinem Fall insbesondere, weil ich ja Christ bin, in problematischen Situationen habe ich alles vor Gott gebracht. Alles vor Gott gebracht. Anders geht es auch gar nicht. Es gibt bestimmte Situationen, wo Gott will, dass wir selber kämpfen. Er will uns kämpfen sehen. Aber es gibt Momente im Leben, wo wir einfach sagen müssen, Gott, ich schaffe das hier nicht alleine. Das bitte übernimm du das. Und dann legt man das alles vor Jesus. Hilf uns. Ich bin nicht dazu in der Lage. Und so sollte man eigentlich alle Dinge des Lebens bestreiten. Ja. Ich sehe schon, das Video geht jetzt schon in der 40. Minute und ich habe nicht mal die Hälfte von dem gesagt, was ich sagen wollte. Also halten wir fest, nur weil ihr als Frau oder ihr als Mann einen Menschen seht auf der Straße und euch Hals über Kopf verliebt und sagt, das ist der Mensch fürs Leben, mit dem werde ich immer zusammen sein. Und in Wirklichkeit war es euer Fleisch, euer sexuelles Verlangen oder eure Augen, die sich da verliebt haben, nach ein, zwei Jahren ist das plötzlich alles weg und dann wollt ihr euch trennen. Das ist keine Heirat vor Gott. Eine Heirat vor Gott ist absolut spirituell. Ihr werdet ein Fleisch, alles wird zusammen gemacht, alles wird zusammen besprochen. Es ist, wie die Bibel sagt, ein Fleisch. Der Partner ist für den Partner da. Das ist das Verständnis einer richtigen Ehe. Oder wir sind zusammen, weil wir beide Ärzte sind. Oder ich trenne mich. Das habe ich wirklich mitbekommen.
Leute, die sich getrennt haben, Frauen, die sich getrennt haben oder Männer, die sich getrennt haben, weil der Ehepartner weniger verdient hat als sie. Das ist für manche ein Trennungsgrund. Und diese Leute sind vor dem Gesetz verheiratet. Aber nicht vor Gottes Gesetz. Dasselbe mit Homosexualität. Da können auch die Leute jetzt wieder kommen und mich angreifen. Oder YouTube kann mich sperren oder mein Video löschen. Das ist eh auf meine Festplatte und ich werde das notfalls überall hochladen. Aber ein Mann und ein Mann sind niemals vor Gott Ehepartner. Niemals. Und zwei Frauen, auch wenn sie vor dem Gesetz, heutzutage vor dem Sodom- und Gomorra-Gesetz, heiraten können und auf dem Papier eine Ehe haben, vor Gott sind sie nicht verheiratet. Vor Gott sind sie eine Abscheulichkeit. Dasselbe wie wenn eine Frau ihren Hund heiratet. Das gibt es auch in Amerika. Oder ein Mann sein Pferd. Oder ein Mann seine Gummipuppe. Das ist vor Gott Abscheulichkeit. Das ist Blasphemie vor Gott. Das hat mit einer Ehe überhaupt nichts zu tun. Mann und Frau im ein beidseitigen Einverständnis mit Bitte um Segen vor Gott. Mit beiden. Beide ziehen an einen Strang. Beide sind ein Fleisch. Das ist eine Ehe. Es muss nicht spezifisch zu 100% auf dem Papier so sein. Wenn ihr das Geld habt, wenn ihr die Möglichkeit habt, macht es fest, aber es muss nicht sein, um vor Gott als Ehe zu gelten. Ich weiß, dass ich dafür viele Anfeindungen bekommen werde, aber das ist das, wovon ich 100% überzeugt bin, was ich durch den Heiligen Geist eingegeben bekommen habe. Das wollte ich auch heute euch mit auf den Weg geben. Seid gesegnet in Jesus Christus mächtigen Namen. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ja, eine kleine Sache noch als Nachtrag zu dem Video. Als erstes, was ich vergessen habe zu erwähnen, was aber sehr wichtig ist: Die Ehe, die gesellschaftliche Ehe, die wurde von Satan zerstört. Die wurde von der Elite zerstört. Eine Ehe, eine richtige Ehe, wie sie es früher einmal gab, eine Heirat vor dem Gesetz, vor der Kirche, zwischen Mann und Frau. Zum Beispiel meine Eltern durften ihre Kinder nicht taufen damals. Da hat die Kirche gesagt, wir werden ihre Kinder erst taufen, wenn sie vor dem Gesetz verheiratet sind. Das gibt es heute nicht mehr. Das heißt, die offizielle Ehe, die wurde von Satan zerstört. Deswegen sage ich das so progressiv, dass eine Ehe ist nicht mehr eine Ehe. Sie muss nicht vor dem Gesetz geschlossen werden, jedenfalls nicht vor diesem weltlichen Gesetz, sondern sie muss vor Gottes Gesetz geschlossen werden. Vor dieser Welt gibt es keine echten Ehen mehr. In dem Moment, wo eine Frau einen Baum heiraten kann, ist dieses ganze Gerüst eingestürzt. Das ist, was ich noch dazu sagen wollte. Dann wollte ich noch sagen, dieser Bund, als ich davon sprach, dass eine Frau in der Nacht, wo sie ihre Jungfräulichkeit verliert, dass sie einen Blutbund mit dem Mann eingegangen ist und dass das ihr Ehemann ist, das gilt natürlich auch umgekehrt. Das heißt, die erste Frau, mit der ihr geschlafen habt, das ist spirituell gesehen euer Ehepartner. Ob es von Gott gewollt war oder nicht. Meistens ist es nicht so gewollt, sonst würden diese Dinge nicht auseinandergehen. Sofort oder ziemlich schnell. Deswegen ist es auch mit ein Grund, warum ihr keinerlei One-Night-Stands haben solltet. Denn das ist ebenfalls ist das Abscheulichkeit vor Gott. Also es gilt nicht nur für die Frau. Ich habe vielleicht nicht, dass das so dieser Verdacht aufkommt, weil ich da in diesem Video nur von der Frau gesprochen habe. Auch der Mann geht einen Blutbund mit der Frau ein. Das wollte ich nochmal nachtragen.